Spreekick TV kann auch Meisterschaften. Heute kümmern wir uns um den Aufstiegskampf in der Bezirksliga 1. Abteilung. Die Bayern haben gerade in Berlin hier ihre Meisterschaft gefeiert. Ganz so früh ist es in den meisten anderen Ligen natürlich nicht der Fall. Ja, allenfalls vielleicht noch in der Oberliga, wo der BFC Dynamo seinem Weg geht und das vielleicht bald so weit sein kann, dass sie im Grunde als Meister dort feststehen. Ist es aber so, dass in der Bezirksliga in der 1. Abteilung 5 Mannschaften im Grunde um den Aufstieg sich noch streiten. Fast jede Mannschaft, die jetzt gleich genannt wird, war schon mal Tabellenführer, konnte sich als Meister an der Sonne schon mal feiern lassen, aber es sind eben noch 11 Spieltage zu spielen. Am letzten Wochenende hat zum Beispiel der BRK 4:4 gespielt gegen den 1. FC Schöneberg, dort noch einen 2:4 Rückstand aufgeholt. Es war für beide Mannschaften ein sehr intensives Spiel, ein klasse Spiel auf hohem Niveau, aber auch eben mit vielen Toren, was die Trainer natürlich in der Regel nicht erfreut. Galatasaray Spandau hat am letzten Wochenende eine überraschende 1:5 Niederlage einstecken müssen gegen die zweite Mannschaft von SCC, die ganz weit unten in der Tabelle angesiedelt sind. Aber wie es immer bei zweiten Mannschaften so ist, man weiß immer nicht, wer von oben runterkommt, wer abgestellt wird, wer da eine Rolle spielt. Und gerade jetzt im Aufstiegskampf, wo die zweiten Mannschaften eben wirklich eine dominierende Rolle auch wieder spielen, kann das immer wieder auch zu einer Entscheidung führen, die man vorher nicht geahnt hat. Das absolute Topspiel am kommenden Wochenende ist das Spiel der zweiten Mannschaft von Berliner SC gegen die zweite Mannschaft von SV Empor. Sie haben schon im Pokal im Achtelfinale gegeneinander gespielt, da konnte der Berliner SC 3:0 gewinnen. Jetzt geht es aber um Punkte, jetzt geht es darum, ob der BSC seinen Vorsprung vergrößern kann, der dann auf 6 Punkte anwachsen könnte, oder ob Empor gleichziehen kann mit dem Berliner SC, die im Moment an der Spitze der Tabelle stehen. Schützlinge vom Trainergespann Stefan Müller und Uwe Knob werden sicherlich aber die richtigen Worte finden, um die Mannschaft wieder neu einzustellen vom BSC. Und man darf wirklich gespannt sein, wie die Partie ausgeht. Es wird sicher ein klasse Fight. 14:30 Hubertus-Sportanlage für alle, die am Sonntag dann noch ein wenig Zeit haben. Ganz spannend ist aber auch die Partie von der zweiten Mannschaft des BRKs gegen die Mannschaft von Uwe Berg, FC Spandau 06. Die Spandauer sind kein leichter Gegner. Sollten sie noch mal Ambitionen haben, um anzugreifen, müssen sie am Wochenende BRK schlagen. Das wird sicherlich auch ein spannendes Spiel in der Region oben an der Spitze. Galatasaray muss zeigen, dass sie sich erholt haben von der überraschend hohen Niederlage und überhaupt Niederlage am letzten Wochenende und müssen jetzt gegen den FC Tiergarten ran, die am letzten Wochenende gewinnen konnten. Normal ein machbares Spiel, in Normalform sollte Galatasaray gewinnen. Die vermeintlich leichteste Aufgabe hat am kommenden Wochenende die Mannschaft vom 1. FC Schöneberg, vom geschätzten Trainer Ayhan Bilek. Die müssen gegen TSV Lichtenberg ran, die abgeschlagen am Ende der Tabelle stehen. Dort sollte es einen Dreier geben und ganz gespannt werden sie sicherlich auf die anderen Plätze gucken, wie dort die Spiele am Ende ausgehen. Eine endgültige Entscheidung wird natürlich trotzdem nicht fallen am kommenden Wochenende, aber es kann richtungsweisend sein. Und der Trend ist ja dann am Ende auch immer so ein Positivbegleiter für die letzten Wochen. Wenn man, sagen wir mal, einen kleinen Vorsprung hat, hat man vielleicht eine gewisse Lockerheit, die man dann in den Spielen zeigen kann und die dann am Ende zum Sieg reichen. Aber wie gesagt, es sind danach noch nach diesem Spieltag noch 10 Spieltage zu spielen. Da ist sicherlich noch einiges drin, aber es ist eine spannende Situation gerade hier in der 1. Abteilung der Bezirksliga. Und es lohnt sich auf jeden Fall nicht nur ein Blick dahin, sondern auch auf die Plätze. Bis zum nächsten Mal bei Wolfsrevier. Schönes Wochenende.